Moin moin meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich darf begrüßen an meiner Seite den lieben Manu. Salve. Und wir haben immer noch auf Pause den Spielstand. Wir haben uns nämlich überlegt, Mensch, wir müssen die Züge nochmal verlängern, denn in Rom stehen ganz schön viele Werkzeuge rum, die mitwollen. Und die würden wir gar nicht alle mitkriegen mit dem kleinen Zug, den wir derzeit haben. Deswegen bohren wir das Ganze auf. Fahrzeuge verwalten, beide anklicken, Werkzeugsymbol und dann hauen wir uns da noch ein paar Wagen dazwischen. Nein, Passagiere wollen wir nicht mitnehmen. Wir hauen uns noch ein paar Containerwagen dran. Dann nehme ich die kurz mal weg. Hauen wir gleich zwei neue ran. Wir haben nochmal nachgeguckt, auf 280 Meter können wir. Ich denke mal mit 257 und einer Lok hinten dran. Fahren wir schon ganz gut. Wo habe ich denn die nicht? Bin ich zu schnell? Bei Diesel. Ach, das ist eine Diesel? Ah, stimmt, die 246. Ja. Bist du 277 Meter? Nein. Komm wieder runter hier. Danke. Und jetzt unten wieder hinzufügen. Dann haben wir beide Fahrzeuge fertig. Kostet uns 26 Mille. Ist auch gar nicht so schlimm, ist gleich schön ein Stückchen länger geworden. Betriebskosten passt. Und dann fahren wir gleich mal nach Rom rein. Und gucken mal, wie das Ganze so ankommt. So. Ich denke mal, die letzte Folge habt ihr euch alle auch reingezogen. Ups, entschuldige. Ich natürlich auch. Deswegen müssen wir jetzt nochmal schauen, wie wir da jetzt hinkommen mit den Fahrzeugen, mit der Wagenlänge und Bahnhof und so weiter. Wir haben auch gleich noch ein bisschen was mehr vor in Rom. Alter Schwede, ist aber ein Raucher hier, du. Dagegen kannst du einpacken, Manu. Das ist richtig. Wie war das? Ich rauche Einzelzigaretten. Der Zug, aber ganze Stangen. Ja. Kohlenstangen, ja. Alter Schwede, ey. Gut. Wie war das mit Partikelfilter? Nein. Nee, nicht für jedermann. Ja, das Vorfeld ist echt eng. Hier sind 5 Linien drin im Bahnhof, wovon 4 über dieses Vorfeld fahren. Und das nicht gerade in einem geringen Takt. Da oben kommt schon wieder der Zubringer. Da bringt schon wieder noch mehr von den Werkzeugen, die wir mitnehmen wollen. So. Jetzt fahren wir hier schön im Bahnhof rein. Oh, was? Wo fährt er denn hin? Ach, das ist hier rüber. Ja, okay. Du hast ihn verbannt. Das stimmt. Hier wartet schon der andere Güterzug. Ich will los. Komm ran hier. Nach Amsterdam. Ja. So, mach voll das Ding. 320 Kapazität und das Ding wird knüppelvoll. Kann das sein, dass der Waggon hinter der Lok hängt? Hängt er hinter der Lok? Ja, warum hängt er denn hinter der Lok? Hast du beim Schubsen nicht aufgepasst? Ne, ich beim Schubsen echt nicht aufgepasst. Pause. Da gehört er hin. Ändern. Gut, passt. Für 50 Kant-Dollar. Mann, haben die Jungs vom Rangierbetrieb mal einen guten Stundenlohn. Sekundenlohn würde ich jetzt eher sagen. Innerhalb von Sekunden schiebt sich das Ding da hin und her. Das ist aber langsam mal. Alter, jetzt kommt der nächste Zug noch wieder rein. Alter Schwede. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Visuni, vielen Dank für deinen weiteren verschenkten Sub. Hier auf meinem Kanal auf Twitch. Schön. Und GZ an Rock, den Beschenkten des Abos. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Schön, dass du reinschaust.
sagt jetzt die Leistungsbewertung. Miserabel. Mittelmäßig. Schönes Ding. Aber wir wollen natürlich jetzt gar nicht mit, sondern wir wollen hier bleiben. Rom gefällt uns nämlich so gut. Aber das sieht gut aus. Das Ding wird richtig, richtig Öcken bringen. So, der Bürgermeister von Rom hat uns angesprochen und hat darum gebeten, dass wir doch mal bitte diesen Bahnhof etwas verlängern sollen. Dafür müssen wir natürlich ein paar Bürger umsiedeln. Manu, hättest du noch ein paar Hotelzimmer frei? Nö, gerade alle noch belegt, dass deine Aktion in der anderen Stadt. So, weil anders kriegen wir den hier nicht mehr verlängert. Deswegen müssten wir jetzt, nee, müssten wir gar nicht, können wir. Kommt der Zug schon? Nein. Müssen wir nämlich das Gleis hier vorne erstmal abreißen. Dann bauen wir den Bahnhof um. Meckert er gar nicht? Doch, wollte ich sagen. Da meckert er gar nicht. Was ist denn hier los? So, Plattformen, Güter. Muss leider noch ein Gebäude weichen. Und hier könnten wir jetzt noch so ein Treppchen anbauen. Aber ich weiß noch nicht, ob das wirklich was bringt. Dann tut es mit Sicherheit nicht. So, jetzt sind wir bis... bis hier hin, ne? Das heißt, die werden jetzt nicht angeschlossen werden. Und wenn wir jetzt dann Treppchen anbauen, könnte das durchaus Vorteile in der Reichweite bringen. Hm, ja, können wir machen. Tut ja nicht weh. Also fällt das noch nicht mal auf. Wir können sich ringsum wieder Häuser bauen. Wir würden das auch subventionieren, aber das würde unter der... Warte mal. Oberleitung darf ich hier ja nicht legen. Ach, guck mal. Jetzt muss ich das Gebäude... Hä? Da ging doch vorher auch die Schiene durch. Tja. Krass. Tja. Der Bürgermeister hat gesagt, ich kann machen, was ich will hier in der Stadt. Oder so ähnlich. Ja, den genauen Wortlaut des Ratsbeschlusses möchte ich jetzt hier nicht verlesen. Ich hatte da irgendwas von Steinigung und Kolosseum gehört und so. Kreuzigung. So, pass auf. Wenn wir jetzt den neuen Zug holen mit den Eigenschaften, ne? Dann hauen wir uns sämtliche Zugfahrpläne auseinander. Wir holen gleich einen anderen. Wir können den aber nochmal umbauen. Können wir mal gucken, bis 1950 dürfen wir, ne? Ab 1902, guck mal, der Atlantic wäre schon gut, aber es ist natürlich mit Tender ist natürlich schon ordentlich was weg, ne? Ja, mal die badische 95. Warte mal, wir machen das mal eben anders. Wir gehen jetzt mal ins Zugdepot und gucken einfach mal die Länge der Züge. Wir haben jetzt ja die 89er, ne? 89 ist 8,6 Meter. Und die badische. Wir haben 12 Meter dabei. Könnte man durchaus machen. Die wäre schon 21 Meter dabei. Ist halt die Frage, haben wir vielleicht was Dieseliges bis 1950? Ich glaube, er wollte Dampf. Er wird gern die 89er behalten. Machen wir doch die 89er Doppeltraktion. Ja, okay, dann bauen wir die aber um. Ja. Versorger.
Fahrzeuge verwalten, umbauen. Was haben wir da jetzt hinten dran? Wie heißen die? Gedeckter Güterwagen. Also die ganz normalen dunkelroten. Dann kaufen wir noch eine zweite badische, eine preußische. Und hängen dann Cargo. Die hatten wir. Nicht. Tun sich nichts, ne? Wiegen nur mehr. Die kleineren wiegen mehr. Das ist ja hart. Das ist halt gute deutsche Wertarbeit und das andere ist ja Ami. Holzbude auf Rädern. Dann lass uns die nehmen. Warte mal, 27. 29. 2 Meter länger. Ja, dann nimm die kürzeren, dann kriegst du mehr auf den Meter. 121 Meter. Und 132 Kapazität, da brauchen wir keinen zweiten Zug mehr draufschmeißen. Oh doch, oh doch. Och man. Achso, wir müssen ja auch gucken. Doch, in einen anderen Bahnhof passt er ja rein. Was sollte er doch. Ändern für. Haben wir gemacht. Mal gucken. Oh, Betriebskosten müssen wir nochmal auf hoch machen. So, das ist er hier schon. Gleich der Kollege. Leistungsbewertung mittelmäßig, das ist doch gut. Frage ich jetzt, welches jetzt die neue? Ah, jetzt sieht man es. Vorne ist Rost dran. Okay. Ja, hier haben wir genug Platz da. Okay, dann bauen wir gleich noch was um. Und dann holen wir uns gleich aus der. Aus dem Depot noch eine neue? Genau, aus der Schmiede holen wir uns gleich noch einen neuen Zug. Also den lassen wir aber mit einer 246 oder so hier fahren. Weil sonst hauen wir uns die ganzen Takte unterwegs weg. Ja. So, beladen. Immer noch mittelmäßig. Das ist aber gut. Flach 40 km/h in 92 Sekunden. Also kurz vom Bahnhof. Wahrscheinlich. Gucken wir mal, fahren wir mal mit. Ja. Können wir nicht einen Anker ranwerfen an den anderen? Hey, nimm uns mit! Hey! Ja, und der Lokführer drüben merkt nur, dass er ein Stück Kohlebrikett mehr reinwerfen muss. Ja. Kommt doch hin. Kommt nix. Da was? Ne, auch nicht. Doch, kommt gleich was. Oh, Alter, fahren jetzt schon fast 40. Und dann kam der Berg vor Rom. Der Hügel. Hügelchen. Jetzt möchte der Bürgermeister auch noch maximale Wartung haben. Was? Wofür das denn? Ja, können wir ruhig machen. Ich glaube, so teuer ist der Zug gar nicht. Erstmal warten, jetzt kommen wir erstmal dazu. Mal gucken. Okay, das passt soweit. Schranken sind oben, das ist schon mal wichtig.
Und macht Plus. Ja, komm, wir machen das mal. Fahrzeug verwalten. Halt, das war der falsche. Okay, gut. Dann holen wir uns jetzt aus Rom nochmal. Aus Karlsruhe natürlich. Nochmal ein neues Fahrzeug. So, Typo Karlsruhe. Ja, komm, stiel echt mit der BR-105. Mit der BR-05. Nicht ganz als Dampflok. Nee. Ist ganz unten irgendwo gewesen. Da ist sie. Doppeltraktion oder was? Kommt. Bringt uns was? Richtig, jo. Mehr Geld. Kriegen wir später wieder was zurück, ja. Immer diese Steuertricksereien zum Jahreswechsel. So, Rom, Versorger. Da sitzt jetzt hin. Was hat der? Achso. Ich wollte sagen, wir haben noch gerade eine gekauft, oder nicht? Die müsste jetzt eigentlich hier rauspoldern aus dem Depot. Für diejenigen, die das noch nicht kennen, wir haben ja nur ein Fahrzeugdepot. Da ist sie. Roxnox, vielen Dank für dein Follow auf Twitch. Die Karre läuft aber schon ganz schön ordentlich hier durch. So, hat ja auch nichts. Also muss ich jetzt warten, weil wahrscheinlich von da hinzukommt. Nö. Ach, die will rechts rüber. Die fahren auch schon Ewigkeiten, ne? Ja, die könnten wir mal auch erneuern. Maschinenlieferung macht Minus sein. Da ist der. Oh, RB Karlsruhe voll. Naja, brauchen wir uns nicht mit angucken. Wir müssen jetzt erstmal die Strecke vorbereiten. Erstmal ein bisschen Gleisbau. Ah, Gleisbau, ja. So, was haben wir hier jetzt? Guck mal, 332 Werkzeuge für Rom. Jetzt wird es langsam voll. Ja, ich glaube, wir müssen dann einen dritten Zug draufschmeißen. Wieso nur drei? Wieso nicht? Hier kommt er auch schon. Ja, so einen vierten mindestens. Den dritten finde ich gut, ja. So, dritter ist gekauft. Den vierten kann man immer noch hinzufügen. Du weißt, wie voll das Gleisvorfeld ist, Manu? Ja. Also ich bin da jetzt schon durchaus am Überlegen, ob ich dann eine Nachrichten schreiben müsste über den Neubau des Bahnhofs. Was? Ja, so also so Rom 21 und so. Oha. Bist du geschmiert worden, oder? Das ist die kritische Presse in den Kant Islands. Das zweite Ding läuft schon fast auf Volllastwerkzeuge. Na gut, die produzieren jetzt natürlich auch dementsprechend, ne? Nachfrage ist ja da. Ja. So, das hatten wir. Der ist unterwegs. Ames Horn war noch was? Ne, warte mal. Wir waren noch gerade schon in Rom. Wir wollten noch in Rom noch. Das Ausweichgleis bauen. Das Ausweichgleis bauen. Warum sagst du denn nichts, Mann? Wenn du nicht zuhörst. Was? Wie schnell fährt der Zug überhaupt? 40. Max? 50? 40. 40, ja, weil die. Was war denn das? Die Lok war, glaube ich, das beschränkende Element. Ja. Also kann man auch mit 40 einen Ausweich bauen. Genau. Das habe ich nämlich auch gerade gedacht. Das passt. So, dann Signal. Ich mag die klassischen. So. Ja, die futtern ja nicht so viel Performance.
Ist der Ausweich überhaupt lang genug für den Zug? Müsste eigentlich. Sehen wir ja gleich. Siehst du? Da kommt der schön. Entschuldigung. Könnte eng werden? Nö, muss eigentlich passen. Das passt, ne? Müssen wir wahrscheinlich beide anhalten, aber... Na gut, einer wird anhalten müssen, weil der andere dann ja durchfahren kann. Okay, gut, das haben wir auch gemacht. Ansonsten sieht das ja hier ganz schnucklig aus. Wir haben nicht übermäßig viele... Ich dürfen wir nachher bloß den Zugwechsel nicht verpassen. Fahrgäste? Ja, der kann ja auch so erstmal nebenher fahren. Ja, ja, und schiebt den anderen dann an. Ja, ja. Und wartet jedes Mal dann. So, in Elmshorn hatten wir noch, weil hier liegen nämlich schon ein Haufen Werkzeuge rum. Die kriegen wir nämlich im Moment gar nicht weg. Warte bitte, oder die Frage, angekommen, ob wir nicht noch eine... Achso, mehr brauchen wir gar nicht. Aber warte mal, wir könnten da eigentlich ein Gebäude hinsetzen, ne? Ein schönes Güter. Ja. Klappt. Eine kleine Lagerhalle hier. Und dran hier, genau. Könnten wir noch so ein bisschen Abladeteile bauen. Das Ganze ein bisschen einebnen. Einebnen. Er macht wieder alles platt. Nicht nur die Konkurrenz. Alter, was sind das denn für Worte von dir, Mann? Das kenne ich ja gar nicht. Straßenanschluss wäre ja ganz gut. Einbahnstraße muss es nicht sein, nein. Okay. Das passt soweit. Reicht ein kleiner ein. Nein, sir. So, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Autosave. So. Und jetzt können wir mit der Straße gerne auch halb rund, so. So. Weil dann bauen wir hier drüben nämlich jetzt das schöne Terminal hin.
Tja, wir bauen jetzt ein schönes Terminal dahin mit Einbahnstraßen und so. Am besten so ein bisschen mit rundherum fahren und so, ne? Ja, wäre eigentlich nicht schlampert. Vierspurig als Anschluss. Als Einfahrt. So, dann Gebäude. Terminal. Trainspotter, vielen Dank für dein Follow auf YouTube. Warte mal, das war auch noch eine Haltestelle, ne? Busstation, ja genau, die Fernbus-Geschichte. Okay, machen wir das anders. Ich habe so einen tollen Tool, so einen tollen Tool-Teil hier. Erinnert mich an Tooltime. Kennst du noch Tooltime? Ja, dem Allen, ja. So viele Stunden drin versenkt. Ja, begnadeter Rennfahrer übrigens. Echt? Ja, ja. Ah, cool. Er hat das Auto Daytona so dermaßen in die Boxkassenwand reingedonnert. So, jetzt muss ich mal überlegen. Die Anschlüsse links. Oben gehen sie raus, ne? Pass auf, ich stelle das Ding mal hier hin. Dann konfiguriere ich das mal so, dass wir, genau, hier haben wir die Ausfahrt. Obwohl, warte mal. Genau, die waren da, die Ausfahrten. Aber was mich jetzt mehr interessiert, ist, wenn ich jetzt dort die Straße anschließe. Das ist ja eigentlich das, was wir wissen wollen. Ob wir vom Bahnhof da hinten rankommen. Und das ist ja das Wichtige, das wollen wir auf jeden Fall haben. Ist hier schon eine Ampel? Ja, hier ist eine Ampel. Die wollen wir mal kurz vernichten. Ja, hast schon den ersten Autofahrer irritiert. Der hat nur eine Möglichkeit gesucht zum Wenden, ne? Naja. So, Güter. Gut. Das reicht auch von der Länge her. Und das Schöne ist ja, es ist schön ausbaufähig, das Ganze. So. Achso, warte, Straßenanschlüsse wollte ich noch machen. Ausgehend, eingehend. Ach stimmt, von hier konnten wir nicht ausbauen. Dann nehmen wir uns jetzt einfach mal den Spaß und bauen. Aha, die Brücke darf ich nicht ausbauen. Ja. Naja, zumindest auf dem Stück können wir das denn ja so machen. Ampel, Ampel. Ohne Ampel geht's besser. Tja. Ach, da baut er überall eine Ampel hin, okay. Das ist noch keine Einbahnstraße hinbauen? Wohin? So, von da abführend. Ja. Ah, ja, schon überlegt. Sieht vielleicht ein Ticken besser aus.
genug. Nein, ne? Einspurige. Vielleicht mehr Chancen. Ich muss halt gucken, ob die anderen damit drauf springen. Fahren da überhaupt Linien woanders hin? Nö. Dann kann ich jetzt mitten rein. Dann gehe ich. Warte mal. Den lassen wir nochmal so, falls wir noch erweitern. Haben wir noch eine Chance auf eine Weiterfahrt, ja. Obwohl ich vielleicht das letzte Ende ausbauen, ja. Ein Stück zweispurig machen, ja. Ab Depot. Abdenken. Können wir das immer noch umbauen, zurückbauen. Ja. Weil wenn wir einen links, einen rechts, dann kriegen wir das besser von dem Terminal wieder runter. So, und hier haben wir auch noch einen, der hier links abbiegt. Stadt will auch hier mit ran, habe ich schon das Gefühl. Straße. Einbahnstraße. Ja, ich weiß, dass sie verkehrt rum ist. Ist aber so, um ein bisschen besser zu bauen. Manchmal brauchst du weniger Zielwasser. Ja. Das probieren wir so. Zu spitzer Winkel. Schade. Hätte ich fast gut gefunden, muss ich sagen. Geht nicht. Nö, er mag dich nicht. Doch, der mag mich, der weiß es nur noch nicht. Dass er mich mag. So. Gut, das war's. Soweit das. Dann wollten wir jetzt hier noch den Straßenanschluss machen. Für die Waren. Und die Ampeln, entfernen. Ja, die Ampeln auch an der Einfahrt entfernen. Genau. Gut. Wie sieht das hier jetzt aus? Das passt soweit. Hier haben wir auch keine Ampel, da haben wir auch keine Ampel. Sehr schön.
Ja, hier unten könnte man noch ein bisschen Schönbau betreiben. Also es bleibt noch offen wieder für eine Folge oder zwischen der Folge oder irgendwie sowas. Da gucken wir mal. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Verbindung zu dem hergestellt. Das heißt, hier können auch Werkzeuge dann abgeholt werden und in die Stadt gefahren werden. Aber dafür könnten wir zum Beispiel den Straßenanschluss hier nutzen. Fahren die einfach hier rüber und sind dann schon fast in Town. Was fährt denn der LKW wieder rüber? Ach, der holt Kraftstoff. Ja, der holt Kraftstoff und bringt ihn hierher. Guck mal, die lilanen Linien, die könnten wir ja hier rausnehmen. Die könnten wir hier hinten rausziehen. Aber dann müssen wir die anderen Linien auch hier rausziehen, was ja gar nicht so schlimm ist. Wäre natürlich nur schöner, wenn wir hier direkt reinfahren könnten, ne? Also direkt auf die Kreuzung drauf. Alter Schwede. Ich glaube, auf die Werkzeugnaht musste da noch ein bisschen Fahrzeug drauf. Ich befürchte es auch. So die doppelte Menge. Ist bestellt. War zwar wieder eine halbe Ecke. Nee, ist ja gerade um die Ecke. Ist um die Ecke, ja, die kommen hier vorne raus, ihr poltert. Okay. Aber dann würden die Kraftstofffahrzeuge natürlich auch besser wieder rauskommen. Und es wäre nicht so ein kleines Muckelding wieder vorne. Ist halt die Frage, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Ja, das ist die Frage. Oder machen wir erstmal nur die Warenverteilung nach Aldranstedt darüber. Dann müssen wir erst einen neuen Zug und alles reinschleusen hier. Ja, und? Ja, ich denke, wir wollen das jetzt alles hier ein bisschen ummodeln. Das wäre was für die nächste Folge, Manu. Wir müssen eigentlich alle vier Linien hier rüber haben. Ja, weil, wie es im Chat schon so schön heißt, der Speicher in dem Umschlagplatz ist ein bisschen zu klein geraten. In dem kleinen Umschlagplatz? Ja. Ja. Da wird das Ding hier eigentlich schon ganz gut sein. Das ist der Anlieferer, ne? Pass auf. Lassen wir den erstmal auf dem Rückweg hier längs fahren. Dass ja. Der schon mal die Strecke drin hat. Und der andere auch. Da lang fahren lassen. Den Kraftstoffverteiler meinst du? Ja. Und den müsst du aber dann verdoppeln. Ja, genau, so habe ich mir das vorgestellt. Ja, das können wir so machen. Dass wir da noch die Reste abholen, das andere Zeug dann. Obwohl, der kann auch hier hinten mit durch. Der braucht gar nicht vorne bei den Bussen mit durchfahren. Kann genau wie der Lilane hier reinfahren. Aber das machen wir gleich. Erstmal jetzt alle einmal, dass sie da drüben auch mit anhalten. Dann den Werkzeug. Dann den Versorger die Ding wieder wegnehmen, wenn er einmal lang gefahren ist. So, und dann Werkzeug Süd müsste dann auch noch, ne? Genau. Achso, die kommen ja gar nicht rauf, um daran zu kommen. Auf der 1 nicht. Auf der 2 auch nicht. Ja, da kannst du doppelt einen Straßenanschluss machen. Doch, auf der 1 kommst du hin. Aber dann müssten die wieder hier durchfahren, um raus. Ne, und könnten hier außen rausfahren. Die
theoretisch. Das vermeiden sie ja ohne Ende. Da unten eine Zufahrt hin machst, eine einspurige, dann geht's. Dann fahren ja beide drauf. Bitte der Einser wenigstens da rauf und runter fahren. Auf den linken könnten wir dann den anderen noch mit nutzen. Kann das sein, dass sich die Straße an dem zweiten Anschluss gerade verbaut hat? Ja. Krass, ey. Das ist ja krass. Aber fest. Mhm. Kann ich nicht mal ändern. Ja doch, du kannst den Straßenanschluss mal wegnehmen. Am Terminal selber. Vorne auch. Das ist ja crazy. Der baut ihn auch so wieder hin. Weil vorne ist es ja noch nicht mal schlimm. Das ist ja eh nur Ausfahrt. Einfahrt, also. Kannst du auch dran pappen. Enge Kurve fahren muss. Ja. Schon komisch. Ja, ist schon strange. Dann bauen wir hinten normalen Straßenzugang, ja, oder? Ja, würde ich machen. Ja. Man muss mit der Linienführung aufpassen, dass der jetzt über den Weg sich dann neue Linien suchen. Aber da können wir ja Wegpunkte setzen. So, Ampeln. Wir sind bei 40 Minuten, glaube ich, gleich. Ja, es könnte fast hinkommen. 43 Minuten, aber das will ich jetzt noch flott. Da habe ich mir gedacht, fahren alle da rein. Dann passen. So. Dann die auswärtige Linie, die Kraftstoff nach Elmshorn bringt. Die nehmen wir auf. Transfer auf Terminal. Ach, das ist außen ja gar kein Terminal mehr. Ja. Boah, hier so, Alter. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Verrückter. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Vielen Dank für 5 weitere verschenkte Subs hier, Alter Schwede, ey. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Da muss ich ja draußen doch noch eine Dings machen. Hau ich. Ja. Willkommen in Kantopolis. Mach's noch. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Und GZ an alle Beschenkten natürlich. Vielen, vielen Dank, Hero. Echt crazy, Mann. Den überziehen wir jetzt ein bisschen. Ach, machen wir die 2-Stunden-Folge voll, okay. So, pass auf, denn können wir jetzt aber den auf die Ach so viel kann er nicht. Umschlag. Umschlag, nicht Transfer.
Umschlag? Nee, Transfer. Okay. Terminals? Geh doch mal bei den Terminals gucken. Auf der Linienverwaltung. Ja, ja, ich hab mich da verklickt. So, Kraftstoffwaffe 5. Ja. Werkzeug auf die 4. Werkzeug Nord auf die 3. Und Elmshorn-Verteiler auf die 2. Haben wir sie dann alle? Jetzt haben wir sie alle. Jetzt fahren sie alle da vorne durch. Ja, super, Alter. Na gut, bietet sich halt an. Dann. Ja gut, die Außerortslinie macht ja dann mehr Sinn, wenn sie dann schon abbiegt. Ja. So, jetzt nochmal zwei Wegpunkte. Oder mal ja. Zwei müssten ja reichen. So. Also, wir müssen jetzt Werkzeug Süd Linie verwalten. Da müssen wir jetzt den Umschlag herausnehmen, ne? Ist ja schon leer. Nö. Wird auch nie werden. Ja, stimmt. Dann müsste es eigentlich. Die Kraftstofflinie müssen wir abklemmen. Ja. Also, Kraftstoff. Linienverwaltung, der fährt nicht mehr zum Umschlag. Genau, fährt nur noch hier rein. Und der fährt auch über den äußeren Punkt von Aldranstedt. Fährt dann hier rüber, hier oben rein und hat auch gar nichts mit den anderen zu tun und ist fein raus. Man könnte ihn unten noch auf die andere Straßenseite verbannen mit einem Wegpunkt. Dass er ganz außen fährt. Das stimmt. Wäre jetzt mal nur so ein Gedanke. Aber dann hast du ihn hier auch auf der äußeren Seite. Na, ich glaube, da tut sich nicht so viel. Müssen wir gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Wenn es Stau gibt, wissen wir noch eine Lösung. Genau, also jetzt brauchen wir noch den Grünen. Der kriegt auch noch nach dem grünen Weg eine... Ne, gar nicht. Doch. Ein Wegpunkt. Fährt nämlich auch hier außen lang. Und dann haben wir noch Werkzeug Süd. Der muss auch über den Wegpunkt. Der muss auch vor dem Transfer über denselben Wegpunkt. Genau, dann haben wir die beiden hier drin, den da drin. Ich glaube, das kriegen wir so ganz gut hin. Jetzt müssen wir nur noch sehen. Dass wir die vorne rausnehmen. Dass wir die hier vorne rausnehmen, ja. Reißen wir dann den Umschlag ab, oder? Den Umschlag würde ich wegnehmen, ja. Könnten wir höchstens einen Busbahnhof draus machen, aber... Ja gut, aber du hast ja dort auch Abdeckung in der Ecke, oder? Ja... Beim Kraftstoff? Oh ja. Also da würde ich da zumindest die Kraftstofflinie noch lang tuckern lassen. Das stimmt. Aber Kraftstoff kommt da ja jetzt nicht mehr hin. Ja, deswegen. Und die Werkzeugverteilerlinien können wir da schon von runternehmen. Genau. Umschlag raus. Ja, da müssen wir gleich noch mit Wegpunkten arbeiten. Und Werkzeug Süd kommt auch Umschlag raus. Genau, der fährt gut. Und die Kraftstofflinie hier, die pumpen wir noch, pushen wir noch mal via. Oh, 9 Stück. 9? Bei der Größe, ja. Okay. Und vergiss die Wartung nicht. Haben wir gemacht. Gut, dann sind wir soweit jetzt auch hier durch mit dem neuen Terminal. Ich denke mal, das sieht ganz gut aus. Mal gucken, wie das Ganze nachher im Endeffekt aussieht und funktioniert. Ich bin gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch Spaß gemacht hat. Vergesst das Däumchen nicht und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in einer weiteren Folge hier auf Kante zockt. Bis dann, euer Kante. Tschüss. Tschüss.